Und bei Phantasy Star Online haben wir doch gelernt, dass Roboter gar keine Magie einsetzen können. Also was soll das? Aber hier unter dem Regal scheine ich gut geschützt zu sein fürs Erste. Aber wenn die noch ein bisschen näher kommen, dann wird es schmerzhaft. Zum Glück ist mein Respawn gleich da hinten ums Eck, also was soll's. Puh! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah! Hilfe! Ich geh in das Häuschen da versteckt. Ah! Da hat es sich aus versteckt. Da geben wir aber auf, weil. YOLO und so, ist ja wurscht. Hey, aber wenn die Information, die wir vorher bekommen haben, im Chat stimmt und mein Inventar zurückgesetzt wird auf den letzten Speicher, dann könnte man voll cheesen in dem Spiel. Dann könnte ich jetzt immer wieder voll reinlaufen, meine ganze Munition verschießen und dann wache ich wieder mit voller Munition in mein Haus auf. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, das würde gar keinen Sinn machen. Du bist aber robust. Was ist denn mit dir los? Na gut, irgendwie trifft er auch kaum Schuss. Boah, die machen... Oh Gott. Die machen echt viel Schaden und sind ganz schön laut. Nee, ich habe Munition verbraucht. Ich glaube, das ist nicht mehr aktuell, die Information, dass sich das Inventar resettet. Insofern kann mir jetzt quasi nichts mehr passieren. Robo-Freunde, es tut mir echt leid. Ich kann verstehen, dass das frustrierend ist. Aber ich bin jetzt quasi unsterblich. Ich meine, ihr könnt noch so viel aushalten. Ich bin quasi... Ne? Ich gehe nicht mehr weg. Manchmal finde ich vielleicht die Tür nicht, aber ansonsten sieht es schlecht für euch aus. Oh Gott, ich werde ja ganz schön gerammt von denen. Das tägliche Murmeltier der Roboter, genau. Ja, da guckt ihr, in mein Heiligtum dürft ihr nicht rein. Hier ist Anti-Roboland. Hier haben die wahrscheinlich kein gutes WLAN oder so. Ah! Na los doch. Erledige 30 Hunter. Na guck. So, wo waren wir stehen geblieben? So kann man das Spiel ein bisschen kaputt machen, oder? Entschuldigung, sie haben da was verloren. Die sind aber sehr robust, ne? Das sind jetzt hier irgendwie krasse Militärversionen. Oh, hey! Du kannst ja nicht einfach so durchglitschen, das ist unfair. Du musst dich schon an die Regeln halten. Oh, zu weit rausgegangen. Ja, das Ding hat ganz schön Reichweite. Ganz schön Wumms. Hey, ich glaube, ich mache alle meine Kämpfe hier zu. Ich locke einfach alle Gegner zu meinem nahegelegenen Häuschen. Nee, manchmal ist man ja wirklich so weit von seinem Respawn weg, da geht's nicht. Aber hier bietet sich's halt gerade voll an. Auch weil halt praktischerweise gleich noch eine zufällige zweite Gruppe zu der anderen Hauptgruppe dazugestoßen ist und das jetzt hier schon ein bisschen irre ist. Hündchen, wo ist er denn hin? Jetzt können wir mal die Pistole testen bei dem Hundebotter. Oh, da ist noch ein großer. Das Magazin ist ziemlich groß auf jeden Fall von der Pistole.
Oh, Hilfe. Ich bin zu gewohnt, auf den Kopf zu schießen, ganz intuitiv. Aber ich glaube, ich sollte bei den großen humanoiden Robotern mal wirklich die Schwachstelle finden. Weil ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, wo die ist. Das ist bei den Hundis da schon leichter. Die Schwachstelle ist relativ eindeutig da oben. Ah, jetzt hätten die mich schon noch schnell einmal töten können, bitte. Das ist jetzt irgendwie doof mit einem HP. Ja gut, ich meine dadurch, dass ich das wirklich nur in ganz speziellen Situationen ausnutzen kann mit diesem Respawn-Spam, ist das jetzt kein Problem, das irgendwie das Spiel kaputt macht oder das Balancing total zerstört, sondern eher ein witziger, eine Strategie quasi. Ich lock sie direkt zu meiner Kloneinrichtung, wo immer wieder neue Klone kommen. Das verstehe ich in so Videospielen wie Bioshock nicht ganz, wo es so Vita-Chambers gibt, die mich klonen können. Aber könnte ich das nicht so ein bisschen hacken, dass einfach unendlich viele Versionen von mir kommen und dann habe ich eine ganze Armee von mir und dann können wir gemeinsam zu tausendst einfach alles überrennen? Warum kommt denn immer nur einer nach dem anderen und ist doch irgendwie nicht sehr effektiv, oder? Aber vielleicht gibt es da unüberbrückbare Hindernisse. Außerdem, was macht man dann? Was macht man dann, wenn man es durchgespielt hat und plötzlich gibt es 200 Protagonisten, die alle glauben, sie wohnen im gleichen Haus und haben die gleiche Familie und haben den gleichen Job? Das wird schwierig. Ich meine, theoretisch könnte man sagen, dann muss nur noch einer im Jahr an zwei Tagen arbeiten gehen oder so. Aber für ein Gehalt kann man halt keine 200 Leute. Dammit. oh Mann, aber ich meine, wenn ich jetzt 200 Klone hätte, könnten wir verdammt viele Videos für den Kanal machen. Das wäre schon gut, aber dann müssen wir mit dem Kanal halt auch echt viel Geld einnehmen. Ich meine, bei 100 Klonen bräuchten wir dann schon mindestens 100.000 Euro im Monat. Das ist schon Junge, Junge. Ich glaube, ich verschwende jetzt nicht meine ganze Scharfschützenmunition für dieses Szenario, dass da hinten irgendwo ein Roboter rumgammelt. Ist gerade irgendwie voll der Sturm oder ist hier irgendwie ein Riesenroboter irgendwo? Also ich meine, es regnet, aber ist voll Gewitter oder so, meine ich. Geronimo! Wow, das hat so viel besser funktioniert, als ich dachte. Ich bin halt einfach ein richtig cooler Actionheld. Oh, da ist irgendwo so ein kleiner Spinnengegner. Der wird mich jetzt wahrscheinlich killen, weil den kann ich unmöglich treffen. Ah! Bevor der mich anspringt. Ja, okay. Macht er nichts. Wenn du 100 Klone hättest, hättest du auch gleichzeitig 99 Banken ausrauben. Ach, könnte ich gleichzeitig 99... Oh mein Gott, das ist genial. Während du... Genau, während... An das habe ich auch gedacht. Während du einen Livestream mit Gästen machst. Perfektes Alibi. Ich meine, so ein Livestream könnte man theoretisch auch vielleicht fälschen, ne? Aber trotzdem könnte ich ein Alibi, ein lupenreines Alibi. Ich gehe mit dem Polizeipräsidenten zu einem Ball oder so. Und währenddessen raube ich 99 Banken aus. Das perfekte Verbrechen. Mit 99 Klonen könnte man bestimmt noch ganz andere coole Sachen machen, an die denken wir jetzt noch gar nicht. Wir müssen größer denken. 100 Personen, die alle exakt das gleiche Ziel, die gleiche Überzeugung, die gleichen Ideale haben. Man könnte die intern geeinteste Partei gründen, die es gibt. Am besten müsste man dann noch so Neurolink an alle 100 anbringen, damit man sich auch nicht auseinanderlebt, sondern dass immer alle das gleiche denken.
dass man ohne zu reden quasi. Ich meine, wenn wir in dem Universum sind, wo man einfach mal so 100 Klone von sich macht oder 99, dann gibt es bestimmt auch so einen Neuralink, der alle Hirne immer synchronisiert, damit alle mit einem Verstand denken. Und dann bin ich eine Ameisenkolonie. Dann habe ich einfach 100 Körper. Dann sind wir nicht mehr wir 100 Klone, sondern ich 100 Körper. Dann. Ja, weiß ich auch nicht. Dann mache ich erstmal das mit der Bank. Erstmal das mit dem Bank ausrauben. Das erscheint mir ganz gut. Dann schauen wir weiter. Hallo, viel zu alt für. Eine Klonarmee, genau. Nee, falscher Film. Falsches Universum. Aber wenn das Klon Standard ist, dann kannst du es auch nicht ausnützen, was dann für alle ist. Nee, nur für mich. Nur für mich. Es ist nicht Standard, sondern es gibt die Technologie. Nur geheim. Da ist der. Da sitzt im Wald der große Spider-Bot. Damn, bist du groß. Da ist ein ganz großer. Walkie Mac T-Rex. Metal Gear Rex. Naja, dafür ist er wieder ein bisschen zu klein. Wenn man schon so Militär... Das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn man schon so ein Spiel mit so Militärwalkern macht, warum nicht noch eins draufsetzen und ein bisschen mehr eskalieren? Nicht nur hier Walkie Mac T-Rex, sondern Drexy Mac T-Walk. Richtig. Ich will sehen, wie hinter dem Berg plötzlich eine riesige Hand so bäm drauf klatscht und plötzlich erhebt sich da was und es macht und dann macht so und schreit aus irgendeinem komischen Grund wie ein mechanischer T-Rex und macht und schießt dann so ein Laser und die ganze Basis fliegt in die Luft. Aber gut, mache ich dann in meinem Spiel, das übrigens nie fertig werden wird. Weil ich viel zu viel mit dem Kanal mache. Irgendwann. Ich werde das so ein bisschen. Irgendwann werde ich so smooth in eine Teilzeit-Game-Design-Schiene gehen. Ich muss noch mehr üben, mehr Erfahrung sammeln, mehr, ne? Rumtesten und Können mir aneignen. Und ich glaube, dann mache ich so Halbtags-Kanal, Halbtags-Game-Design. Das wäre cool. Aber ich glaube, das ist auch unrealistisch. Aber hey. Ich habe vor 4 Jahren plötzlich irgendwie so einen YouTube-Kanal gegründet und heute lebe ich davon. Das ist auch fucking unrealistisch und das ist irgendwie trotzdem Realität geworden. Also einfach machen, nicht so viel drüber nachdenken. YOLO. Bam. Was hat er jetzt davon? Okay, ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht. Aber was ist, wenn ich ihn hacke? Hat nicht funktioniert. Wo kommen denn jetzt auf einmal deine Freunde her? Ein bisschen cheaten oder was? Hat er die plötzlich aus dem Hut gezaubert, seine humanoiden Freunde-Robots hier? Come on, dude. Come on. Cheaten oder was? Das kann ich auch. Kommt mal mit in mein Respawn-Häuschen. Da habe ich was für euch. Na, komm mal. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Mir nach. Ich glaube wohl, der kann hier einfach Roboter erscheinen lassen. So schnell wie der die herzaubert, kann ich die wieder wegzaubern. Zadala, wo seid ihr jetzt? Aha, da kommt er schon. Komm noch ein bisschen näher. Hier liegen schon so viele Roboterleichen, das ist echt ein Problem. Aber eine Tür, die ungeöffnet ist, habe ich noch. Machen wir das dritte Türchen auf. Au, durch die Wand durchgefolkert. Oh, kleine Spinnbot. Hey, wo kommen denn die her? Können die großen Humanoide spawnen und die Humanoiden spawnen Spinnen oder irgendwie sowas? Das ist schon ungewöhnlich. Cool, der hat einen Granatenwerfer. Wenn ich den besiege, kriege ich vielleicht Granaten, aber wahrscheinlich keinen Werfer. Hey, du kannst nicht durch die Tür. Das ist eine Spielertür. Der hat echt einen Granatenwerfer. Das ist voll cool irgendwie.
glaube, die beiden Kästen links und rechts neben dem Kopf sind gute Schwachstellen. Das Bein eher nicht so, glaube ich. Ja, die beiden Kästen links und rechts neben den Köpfen, das ist gut. Gut zu wissen. Die muss ich, glaube ich, anvisieren. Das tut denen weh. Ich muss ganz ehrlich sagen, so macht mir das Spiel gerade echt Spaß. Also ich meine, es macht mir sowieso Spaß, aber das finde ich gerade witzig, dass ich das hier so auspetzen kann. Oh oh. Jakmatski ist auf Level 2 aufgestiegen. Das Ding hat einen ganz schön krassen Rückstoß. Wow. Wo hat mich denn der jetzt hinkatapultiert? Hallo? Achso. Oh. Ich kenne mich nicht mehr aus. Keine Orientierung mehr. Ah. Leider ist der Dicke nicht mitgekommen. Gekommen? Doch, stimmt schon. Ich dachte gerade, das ist falsch. Mitgekommen. Aber die Kleinen haben wir kaputt gemacht. Ich meine, auch wenn jetzt der Dicke tatsächlich die Humanoiden spawnen könnte, wäre das ein ziemlich guter Farming-Spot hier. Könnte man eine kleine Robofarm anlegen. Zeppoloni, der Robonator. Wenn die Robos in Robohausen robonieren, dann gibt es einen Robonauten, der die Robonasten robonizifiziert. Robo Reibach, die Rückkehr. Haha, daneben. Ich würde gerne bei dem auch die Schwachstellen finden, aber ich sehe nichts. Also da kann ich schon... Oh oh, das trifft mich. Ich muss sagen, der Angriff hat mich schwer getroffen, Robo-Gorilla-Krabbenfreund. Ich dachte, wir sind Freunde. Mein Körper mag unsterblich sein, aber... mein Freundschaftsknochen ist schwer verletzt. Wow, der ist so crazy. Ich finde das so irre. Ich finde, der ist echt übertrieben. Also gerade jetzt hier im Singleplayer. Der killt mich halt einfach auf einmal und es gibt nicht viel, was ich dagegen tun kann. Ich kann versuchen, Fernglas zu nehmen, den zu hacken, dass er mein Freund wird, was aber nicht funktioniert. Und dann müsste ich im Dunkeln seinen Raketenwerfer... Oh ja, hinten, der Kolben. Das ist eine gute Schwachstelle anscheinend. Das ist schon ein bisschen bekloppt, oder? Aber ja, wir haben es ja. Also extra Leben, meine ich. Ich bin als kleines Kind in ein Fass mit Continue gefallen. In einen Continue-Kessel. Reiß dich zusammen, Spielcharakter. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen seine Konturen und müssen können ihn auf die Kolben schießen. Weil wenn die Kolben kaputt sind, kann er seinen Raketen... Hey, aber wie soll ich denn die in freier Natur jemals besiegen? Das ist ein bisschen bekloppt, finde ich. In freier Wildbahn, ohne mein Unsterblichkeits-Spam-Häuschen. Ist das schon ein bisschen irre. Also ich brauche deutlich stärkeres Waffenarsenal hier. Schießt mir da einfach in die Safe-House-Bude. Das ist gemein.